Ja, eigentlich schon, ne? Wir haben auch kein großes Holz, was wir da reinhauen können, ne? Wir an Zäunen. Also Zäune sind hier echt Mangelware, ne? Das ist halt. Ist ja hier genauso. Müsste eigentlich auch nur überall ein Zaun dran. Aber das ist hier, der Zaun ist. Wobei, wartet mal, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ist nur die Frage, ob das geht. Das geht nicht. Gib mir mal so eine Glasscheibe. Die können wir doch schisseln. Haben wir da nicht irgendwas, was zaunartig aussieht? Den. So, warte, wir gucken jetzt mal. Wir machen jetzt Lucky Lucky. 6. So. Die 6 packen wir jetzt erstmal dahin. So. Dann nehmen wir uns den Schüssel. Dann nehmen wir uns hier runter und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Könnte man das als Zaun sehen? Irgendwie ja schon, ne? Irgendwie ja schon. Der wird auch noch gehen. Nehmen wir den noch mal. Mal gucken, was das, wie das aussieht. Dann lass uns doch mal gucken. Ja, das sieht auch gut aus, oder? Die haben wir nämlich da auch drinne. Da Glasspane Dungeon. Wenn das nämlich jetzt geht mit den natürlich nicht. Das geht wiederum nicht. Aber es ist nicht schlimm. Das sieht aber aus wie ein Zaun. Also nehmen wir das. Dann machen wir da eine schöne Platte drauf und dann passt das. Dann passt das. Die hat man, ne? Ja. So, können wir die nämlich wieder wegpacken. So. Lass uns mal gucken hier. Dann machen wir da nämlich jetzt einen schönen Zaun drauf. Wir hätten hier nichts mitnehmen sollen. Die Frame-Dings. Wobei wir müssen eigentlich noch ein paar. Ja, wir haben noch ein paar in der Tasche, das ist gut. Das passt. Jetzt muss ich da irgendwie nur noch hochkommen, ne? Da müssen wir noch ein paar Steine reinlegen. So, dann kommt da der Zaun drauf, ne? Irgendwie jetzt. Ich sollte, warte, wir nehmen direkt die
Wir nehmen noch ein paar Steine mit. Von hinten. Da brauchen wir nämlich gleich nochmal hin und her laufen. Dann können wir das direkt fertig machen. Besser ich sehe es. Da haben wir das nämlich auch fertig. Wir haben hier, da ist hier, werden Steine ohne Ende produziert. Wir haben hier da Platz ohne Ende. Kann man da drei Decks oder so mitnehmen. Dann kann die Maschine den Schreck mal hier neu hinterher werfen. So. Kann den Schreck mal Steine hinterher werfen und dann passt das. Einmal essen. So. Und dann gucken wir mal, dass wir da irgendwie jetzt die Zäune drauf kriegen. Weil vorne muss ja auch noch ein Zaun hin, ne? So, lass uns mal gucken. Wir müssten hier hoch. Dann müssten wir da. Da sind wir doch. Das müssen wir irgendwie hier. So. Und am besten hauen wir direkt die Frameblöcke drauf. Verkleiden die. Besser ist es. So. Dann bist du da. So. Einmal verkleiden. Wir müssen nur gucken, wie weit, ne? Ich glaube bis hier. Ja. Einmal. So, dann haben wir da über die Scheiben dran. Da kommen überall die Frameblöcke noch drauf. Vier Stück habe ich nur noch. Oh, schade. Schade. So. Jetzt müssen wir uns nur gucken. Das müssen wir dann hier abreißen, ne? Weil hier wird ja dann mit Sicherheit was anderes hinkommen, denke ich. Wenn ich mir das so angucke. Könnten wir hier aber hingehen und nochmal einen Steinboden reinhauen. Darüber. Nehmen wir auch mal weg. So. Die müssen auch noch weg. So. Auf jeden Fall schon mal bis hier, ne? Das ist ja schon mal so. Dann nehmen wir die da raus. Stück. So, haben wir die nämlich auch weg. So, das können wir alles einsammeln. So. Die machen wir auch weg. Und dann haben wir da oben so eine schöne Mauer wieder, ne? Wo keiner durchblickt.
Das können wir wegwerfen. Der kann weg. Die können weg. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das Birkenholz packen wir auch erstmal weg, weil brauchen wir nicht. Den Bruchstein brauchen wir auch nicht. Davon können wir auch ein paar Decks wegwerfen. So. Das kann weg, das, das, das. Die müssten wir eigentlich zurückschüsseln. Das, das. So. Dann haben wir die nämlich auch weg. So, wunderbar. Einmal Hayabubu. Das sieht doch gut aus. Dann haben wir jetzt da auch so ein Steingedöns. Keine Ahnung, was das sein soll. Rätseln, was das sein soll. Dann können wir jetzt oben noch die großen Keramiksteine da wechseln. Dann hätten wir die auch schon. Dann muss da ja nur weiße Keramik überall eine Reihe drauf. Dann brauchen wir noch einen roten Sandstein. Na? Machen wir die schönen ganzen Restarbeiten da. Dann haben wir die nämlich auch schon. Könnte ich eigentlich von hier machen, ne? Guck mal, da war doch irgendwo der Stein, der gefehlt. Genau. Der hat gefehlt. So. Wenn ich jetzt, muss ich eigentlich von da machen, ne? Einmal hinten rumlaufen. So, da die Reihe meinte ich, die müsste nämlich dann auch raus. So. Und hier müsste es jetzt eigentlich hingehen, um mit Pflanzen verkleiden. Und den da hinten auch irgendwie, ne? Ist nur die Frage, wie kommen wir da jetzt hin? Ganz einfach. Siehst du? So, haben wir das auch. Müssen wir den irgendwie mit Ranken und so verkleiden. Aber wir haben keine Schere und nichts da, ne? Da müssten noch weiße Steine rein. Und da ist der Fridoli. Sieht doch schon mal gut aus. Das sieht doch wirklich gut aus. So, dann haben wir das. Da erkennt man auch, da einigermaßen, dass ein Zaun sein soll, ne? Mehr oder weniger. Wobei wir hätten auch die Säulen da rein nachbauen können, ne? Lass mich mal eben gucken hier. So, den raus. Sieht besser aus. Ja, viel besser. Habe ich davon noch welche? Nee, habe ich nicht. Hätte ich die nämlich auch direkt gewechselt. Die beiden. Dann hätte ich die nämlich auch direkt gewechselt. So. Den nämlich zurückschüsseln, dann können wir den nämlich auch direkt da unten reinpacken. Der raus, das, das,
So, dann brauchen wir. Der braucht einen Platz. Die Strickleiter, ne? Die Regale, ja, eigentlich schon. Großer Holzklopf bräuchte auch ein Regal da unten. Bricks müssen wir zurücksetzen. Eichenholztür. Ich glaube aber, die hatte schon ein. Die Kohleblöcke müssten auch ein Block. Glowstone auch. So, dann lass es mal runtergehen hier. Ich glaube, die Dings, die Glowstone müssten aber hier irgendwo sein, ne? Nee. Das ist alles. Dann ist Neta auch auf Etage 3. Dann habe ich die auch auf Etage 3. Lass uns gucken. Ja, genau. Da fehlt im Stadt eine Regal. Aber ist ja nicht schlimm. Dann nehmen wir uns das da. Das ist ja sowieso abgesperrt. Zip. Tada, fertig. So, dann die Holzknöpfe. Wir haben da die Schilder. Die Eichenholztür, die müsste doch eigentlich... Eichenholztür. Minecraft aufschwingend. Ach so. Gibt es auch nur Unterschiede? Wir haben da den Knopf. Packen wir die da hin. Wo haben wir die Leitern? Die Leitern sind da hinten, ne? Könnten wir die Strickleitern, die könnten wir eigentlich schon auch hier irgendwo mit hinpacken. Packen wir die Strickleitern da hin. So. Dann haben wir die nämlich auch schon weg. Was da drin? Und die Kokereiziegel, die müssen wir auch noch irgendwo hinpacken. Wo packen wir? Die könnten wir eigentlich schon hier hinpacken, unter dem Reaktor, oder nicht? So. Haben wir die da. Das ist ja alles vom Reaktor. Ja. Sehr schön. So. Mangiare, mangiare. Wunderbar. Was sind die Bruchsteinmauern drin, ne? Die könnten wir aber eigentlich auch irgendwo. Bruchsteinmauer, die könnten wir eigentlich mit hier unten reinpacken. So. Die könnten wir damit reinpacken, dann haben wir die auch weg. Dann lass uns gucken. Was haben wir denn noch hier drin? Bett ist uninteressant, Crystal Wood ist auch unten, Trigalit ist Terra, das müssen wir ganz unten. Den könnte man zurückschüsseln. So, dann passt der nämlich auch da rein. So, dann ist der nämlich auch weg. Die müssten auch raus, der Schwefel müsste auch raus. Die Kuriositäten. Haben wir die auch alle weg? Sehr schön. Das ist Deco-Craft. Das ist Deco-Craft. Da könnten wir auch wieder wegpacken. Das Kupfererz kommt auch hinten rein. So. So, haben wir das auch weg. Was haben wir denn hier? Der geht da rein. Der geht da rein. Schwefel, Schwefel. Ach, gibt es auch noch Unterschiede. Da ist das Werkzeug drin, ne? Da ist das Werkzeug drin. Wirkungslos. Bin ich ja froh, dass das wirkungslos ist bei 300 Grad. Trank der Nachtsicht. Splash. Schwebekraft. Die könnten wir auch noch. Schwefel. Da haben wir Lava. Die Schilder könnten wir eigentlich auch. Die Schilder hatten wir da auch schon, ne? So.
Da haben wir noch Jeloret, Kupfer, 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 Kupfer. Du ahnst es ja nicht. Du ahnst es ja nicht, was wir hier an Scheiße gesammelt haben, ne? Wir könnten aber mal eben gucken. Was brauche ich denn dafür? Wir haben, lass mich eben gucken, wir haben irgendwo. Oder was? Oh, schönes Bücherregal. Nein. Hochzeitstorte, ja. Boah, wie hieß das Ding? Es gibt Schubfächer. Da ist es doch. Verdichtetes Storage. Genau, da ist es. Ein Eisen und jede Menge Steine, jede Menge Kolben, ne? Und das Problem sind die Kolben. Wegen dem Redstone und dem Dings. Das ist das Schlimme daran. Ich hatte nämlich überlegt, ob wir uns nicht irgendwann mal so ein kleines Erzlager bauen. Da draus dann. Meine. Das ist schon so ein Erzlager. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Da haben wir da nämlich auch mal alles sortiert. Dann haben wir da nämlich auch mal alles sortiert. So. Doch, das sieht richtig genial aus. Mit dem Zaun. Mit dem Zaun, das gefällt mir noch nicht so ganz. Aber im Moment haben wir ja da keine andere Möglichkeit. Da haben wir ja im Moment keine andere Möglichkeit. So. Aber wir sind weit gekommen. Wir haben ja einiges geschafft heute. Das ist das Schöne. Ne? So, wir machen aber auch jetzt Feierabend. Vielen Dank fürs Reinschauen. Wir sehen uns dann morgen Abend wieder mit Valheim und Sven. Minecraft gibt es dann nächste Woche oder aber im Let's Play. Schönen Abend noch und vielen Dank fürs Dabeisein.